Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Strickpodcast und zwar zur Folge 18. Sind es wieder genau mal 14 Tage, nicht? Diesmal sind es genau 2 Wochen. Ich war mir bis gestern nicht sicher, ob ich dieses Video mache heute oder ein anderes, aber ich habe mir gedacht, weil von der Zeit her ist es sich nicht ausgegangen, nicht? Weil ich war diese Woche zweimal beim Stricktreff, Mittwoch und Donnerstag. Ne? Und wenn ich dorthin gehe, dann fehlt mir natürlich auch die Zeit, Videos zu drehen. Und dann habe ich schon gedacht, es wird sich nicht ausgehen, aber es geht sich aus. Es war ja so, ich habe euch ja erzählt, dass die Strickmadame, also das Wollgeschäft, in das, wo ich immer gehe, wegen Inventur geschlossen gehabt hat eine Woche. Das war vor 2 Wochen. Und einen Tag bevor sie aufsperren sollte wieder, hat sie auf Facebook gepostet, dass sie krank ist. Na gut, vor Krankheit ist keiner gefeit. Ne? Und jetzt dann war noch eine Woche zu, also die letzte Woche. Ja, und jetzt da am Mittwoch hat es wieder offen gehabt, das erste Mal. Also diesen vergangenen Mittwoch jetzt, diese Woche. Und dann bin ich hingegangen. Ja, dann war ich halt beim Stricktreff und am Donnerstag noch einmal. Ja, und es ist etwas fertig geworden und ich habe etwas begonnen. Und zwar, ihr seht es schon, dieser Schal ist fertig geworden. Ich stehe mal auf, das sind so. Also, wie gesagt, der gehört meiner Tochter. Da gibt es ja auch ein 2 Häubchen dazu, also eins für meine Tochter und eins für mich. Das habe ich jetzt leider nicht hier. Meins, ich bin wieder mal nicht gut vorbereitet. Auf jeden Fall hat sie sich dann einen Schal dazu gewünscht, nicht? Das habe ich ja eh erzählt. Und den habe ich jetzt gestrickt, wie gesagt. Also, ich finde den Farbverlauf so schön, nicht, weil das so schräg geht mit dieser Technik und ist irrsinnig schick geworden. Nicht? Ist in Graus rechts gestrickt. Nicht? Da beginnt man da an der Spitze mit 1, 2 oder 3 Maschen, ich weiß jetzt nicht mehr. Und dann nimmt man immer zu beidseitig, bis dass man die gewünschte Breite hat, also ich bin da auf 20 cm gegangen und dann nimmt man nur mehr auf der rechten Seite zu und auf der linken werden immer 2 Maschen zusammengestrickt, jede zweite Reihe und das macht man dann so lang, bis dass man die gewünschte Länge hat. Und wenn man dann die gewünschte Länge hat, dann geht es ja ans Abnehmen, ne? Also dann wird dann diese Ecke gestrickt, ne? Und da wird wieder beidseitig abgenommen, jede zweite Reihe am Anfang 2 Maschen rechts zusammen und am Schluss, bis dass man nur mehr 3 Maschen hat und die werden dann überzogen zusammengestrickt und das war's, also wirklich anfängertauglich, ne? Und ich sage halt, so eine quergestrickte Technik, die schaut halt am besten aus, wenn man hat ein Farbverlaufsgarn. Ne? Also die Breite von dem Schal ist 20 cm und 2 Knäueln habe ich fast verstrickt. Vom zweiten ist dann nur mehr so viel übergeblieben. Und der Schal hat eine Länge von 1,87 m. Also ich finde eine schöne Länge. Und die habe ich mit der Ferner Wolle mit der Vienna gestrickt. Nicht? Da haben wir 100 Gramm auf 250 Meter
Und die Zusammensetzung ist 90% Schurwolle und 10% Polyamid. Und der ist so wunderbar weich und da kratzt nichts und wirklich ganz, ganz toll. Und mit der Nadel 6 habe ich da gestrickt, nicht so wie es angegeben war. Und trotzdem ist er sehr, sehr, sehr schön vom Muster her, also locker gestrickt, nicht, weil das ist ein Kettgarn gewesen. Und ja, so, den kriegt dann meine Tochter. Und in der Zeit, wo die Strickmadame krank war, habe ich den fertig gemacht, den Schal. Ne? Und wie ich so den Schal gestrickt habe, da habe ich immer die besten Ideen, habe ich mir gedacht, ich möchte gerne einen Raglan-Pullover stricken. Also ein RVO. Raglan von oben heißt das, nicht? Diese Abkürzung. Die scheinen sehr in Mode zu sein, weil bei uns zum Beispiel beim Stricktreffen, die stricken ein paar Leute. Und habe mir gedacht, ja, das möchte ich machen. Ich habe noch nie einen Raglan von oben gestrickt. Und ja, und dann am Mittwoch, nicht, wie die Strickmadame wieder da war, das erste Mal nach ihrer Krankheit, habe ich mir dann Wolle ausgesucht und habe angefangen zum Stricken. Und zwar habe ich mir da natürlich von der Ferner Wolle die Lungauer Sockenwolle 6-fädig ausgesucht. Und die hat einen Lauf, also 150 Gramm, nicht? Also 6-fädige Sockenwolle, eine Laufmeteranzahl von 425 Meter. Und die Zusammensetzung, da haben wir 75% Schurwolle, Superwash, Ausrüstung, 25% Polyamid. Und ist mit Merino-Wolle. Da steht es ganz klein gedruckt, da unten. Na? Ja, und da habe ich mir halt 4 Knäueln gekauft. Moment. So. Das ist diese wunderschöne Farbe. Das ist so ein bisschen gesprenkelt, also mit Grau und Lila und Rosa und Weiß und ein bisschen Senfgelb ist drinnen. Also ja, sehr schön und wunderbar weich, nicht? Weil mit Merino-Wolle. Nicht? Also wirklich, die ist total toll. Für die Nadelstärke 3,5 bis 4 ist die, nicht? Also die Sechsfache. Und wie gesagt, 4 Knäueln habe ich mir gekauft, weil ich stricke das nach einem YouTube-Video von der lieben Sonne. Das ist mir eigentlich die Liebste, muss ich sagen, auf YouTube mit ihren Anleitungen. Ich verlinke euch das Video wieder einmal in der Infobox für diese Leute, die sich für diesen Raglan-Pullover interessieren. Und zwar, das wird ein ganzer, also sie sagt, ein Hauspullover. Nicht? Das wird was Lockeres, was Leichtes, was Legeres für zu Hause, kann man natürlich auch fortgehen. Die Farbe, was ich mir da ausgesucht habe, die passt zu der Jeans, zu der Leggings, also überall dazu. Ne? Ja, und wie gesagt, da habe ich dann am Mittwoch schon angefangen. Wie ich dann heimgekommen bin von Stricktreffen, habe ich mich am Abend noch hingesetzt und bis Mitternacht gestrickt. Und heute ist Samstag. Und jetzt zeige ich euch, wie weit ich bereits bin. So, soweit bin ich bereits. Wird ganz normal in glatt rechts gestrickt, oben an das Bündchen mit zwei rechts, zwei links. Ne? Da sieht man schon die Raglan-Schrägung. Hier, ne? So schaut er von hinten aus, also genau gleich. Nicht? Und ja. Jetzt war ich heute am Vormittag bei der Strickmadame, weil das sollte man ja probieren, nicht? Und ich bin ja allein
ich habe niemanden, der was mir hilft beim Probieren, ob ich schon so weit bin. Nicht? Und jetzt da war ich bei der Strickmadame und da haben wir Anprobe gehabt und jetzt fehlen wir noch. Also eigentlich hat die Sonne gesagt, das ist eine Größe L, was sie da strickt. Nicht? Und ich stricke mit der gleichen Nadelstärke wie sie und alles, nur halt mit einer anderen Wolle. Und die Sonne sagt im Video 22 Mal, sollte man in jeder zweiten Reihe zunehmen, nicht? Wegen der Reglanschrägung. Und dann sollte man eine Länge von 26 cm haben mit dem Bündchen, also mitgerechnet. Ne? Und ich habe noch 22 cm, noch 22 Zunahmen, erst 21 cm gehabt. Ne? Und ich war dann bei der Strickmadame und sie hat gesagt, ich soll noch dreimal zunehmen, also 25 Mal und dann noch auf 6, also dann ohne Zunahmen weiter, dass ich 26 cm habe, also in meinem Fall, dass es mir halt passt. Ne? Weil jeder Oberkörper, jeder ist nicht gleich, auch wenn es eine Größe L ist. Ne? Ja, und dann geht es ans, wenn ich das dann habe, die 26 cm vom Bund weg, ne? Dann werde ich die Maschen stilllegen für die Ärmel. Ne? Die Ärmel stricke ich dann mit einem Nadelspiel. Ne? Und vielleicht, wenn ich so weiter stricke wie bis jetzt, vielleicht habe ich dann im nächsten Video in 2 Wochen den Pullover fertig. Das könnte ja sein. Ne? Ich schätze mal, weil wenn ich jetzt schon in Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag in 4 Tagen so viel habe, wie ich da jetzt da habe. Also, und der ist auch, wie gesagt, dank Merino-Wolle total wach. Also wirklich, der ist sowas von angenehm zum Tragen. Ja. Wie gesagt, man kann Pullover mit der Wolle stricken von ferner, man kann Socken damit stricken mit der 6-fach, man kann auch Schals damit stricken. Also wirklich total angenehm zum Tragen. Und die Farbe halt, ne? Also passt überall dazu. Ne? Ja, und es macht irrsinnig viel Spaß, das zu stricken. Das hätte ich gar nicht geglaubt, obwohl es so viele Maschen sind, nicht? Weil ich bin ja normal eine, wenn viele Maschen sind, 200, 300 Maschen, dann verliere ich leicht die Lust am Stricken. Aber da ist es nicht so und ich weiß nicht, an was das liegt. Ich habe keine Ahnung. Ja, gut. Also schauen wir mal, ob ich den Pullover in 2 Wochen fertig bekomme. Bis zum nächsten Video. So. Ich glaube, das Video wird heute nicht so lang werden, weil ich habe nicht, wie gesagt, nicht. Oh ja, zwischendurch habe ich noch gestrickt. Moment. Das habe ich ja auch schon gesagt. Nicht? Zwischendurch habe ich da weiter gestrickt. Und das wird auch, was wird das, habe ich gesagt, ein Sommertop. Nicht? Da habe ich ein bisschen weiter gestrickt. Das mache ich halt nur so zwischendurch, weil zurzeit hat der Pullover Priorität bei mir. Nicht? Und das hat sowieso Priorität gehabt, weil das gehört nicht mir. Ne? Das war ja für meine Tochter. Ja, wie gesagt, da ist ein bisschen was weitergegangen, aber weiß ich nicht. Vielleicht habe ich da 5 cm gestrickt in der Zeit. Das ist die eine handgefärbte Wolle. Die habe ich eh schon gezeigt im letzten Video. So ein bisschen ein Effekt geworden, habe ich damals bei der Strickmadame gekauft in Inventur Abverkauf. Ne? Ja, und dann habe ich noch ein bisschen Wolle geshoppt, nicht viel, nur ein bisschen. Also alles außer der, was ich da jetzt gekauft habe bei der Strickmadame für meinen Pullover, habe ich dann eine Wolle bestellt und zwar
Ich habe jetzt eine neue Trendfarbe für mich entdeckt. Und zwar, ich bin ja bis jetzt auf die Farbkombi Lila mit Pink gestanden, nicht? So wie, glaube ich, er schon erzählt. Aber jetzt habe ich eine neue Farbe für mich entdeckt, die was mir sehr, sehr gut gefällt. Und zwar, das ist eine Mischfarbe, ja. Die nennt man Petrol, wird auch Cyan genannt, also ich sage Petrol dazu. Eine Mischfarbe zwischen Blau und Grün, ja. Und da habe ich mir Wolle bestellt, und zwar von Lana Grossa, die meilenweit Tweed. Tweed, weil so kleine Pünktchen drinnen sind, vereinzelt. Das ist eine Vierfachsockenwolle. Hat 80% Schurwolle, 20% Polyamid, ist waschmaschinenfest, 420 Meter auf 100 Gramm, für die Nadelstärke 2,5 bis 3. Ja, die hat mir so gut gefallen. Das ist so also ein dunkleres Petrol. Von der Petrol, von dem Farbton, da gibt es ein helleres, dunkleres, ne? Und das ist ein bisschen ein dunkleres. Aber ja, für Socken. Ja, und dann noch einmal das Gleiche, nur in sechsfach. Und du siehst den Farbunterschied, ne? Das ist auch Petrol, aber die ist heller. Und die hat etwas mehr grünlastiger, ne? Aber du siehst die Farbnuancen, nicht? Von den verschiedenen Farbtöne, was es gibt. Also das ist auch von der Lana Grossa, die meilenweit sechsfach. Ne? Ein Tweed, wegen diesen Pünktchen da drinnen. Nicht? Und die hat in ihm auch das Gleiche, das sind 150 Gramm. Bei sechsfach ist meistens 150 Gramm. Lauflänge sind 390 Meter. Wo ist die Zusammensetzung? 80% Schurwolle, 20% Polyamid und ist auch waschmaschinenfest. Na da, das war vielleicht nicht schlecht für einen Schal oder einen Waldläufer vielleicht, aber die ist einfärbig, ne? Aber der Ton, also die Farbe gefällt mir sehr gut zurzeit. Ja, so. Sonst habe ich eigentlich nichts, was ich euch noch erzählen könnte, was sie getan hat. Außer, dass ich viel gestrickt habe. ja. Habt ihr vielleicht schon einen Reklampullover gestrickt? Schreibt es mir in die Kommentare, da würde mich interessieren. Habt ihr Interesse, dass ihr vielleicht auch so einen Schal strickt? Schreibt es mir in die Kommentare. ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich irrsinnig freuen, wenn es mir einen Daumen nach oben geben würdet. Oder über ein kostenloses Abo, das würde mich auch irrsinnig freuen. Ansonsten sehen wir uns wieder, wenn es wollt, in meinem nächsten Video. Tschüss!